Und das war dann in jeder Hinsicht besser, oder? Das ist in jeder Hinsicht besser. Na, du kannst so mit dem Nahkampf, du musst sie jetzt nicht mehr mit. Weil die sind easy. Oder drei Treffer. Also. Und dafür, dass ich, dass sie so stark aussehen, war ich enttäuscht, dass sie nur 200er Punkte geben, ja. Was? Ja, der. Das Ushigatana hat ja, glaube ich, auch so ganz stärker Modifikator Boni drin. Ja, ich wollte mir sagen, Boss-Seele, du kannst noch sehr viel mehr als eine mächtige Feuerwaffe erschaffen. Und zwar Belaxkuni. Aha, stimmt, da hast du angefangen. Wer? Ach, die Tante. Ach so. Das kann sie schaffen mit ihrer Seele und einem Schwung mit dem Schwert. Das heißt, die kannst du erstmal auf eine sichere Stelle gehen? Okay. Ja. Hier, du siehst da meistens immer hier, das ist Typ Katana, Krummsäbel. Ach so. Typ Krummschwert muss es sein. Nimmst du das hier zum Beispiel, das findest du eh noch ganz häufig. Tunst auf plus 10 und dann kannst du daraus das Furienschwert. Also ich hätte aus jedem anderen Krummschwert auch das Furienschwert gekriegt, oder was? Ja. Aha. Und was hat das dann für Werte? Das macht sehr viel Feuerschaden. Also die Grundstärke ist nicht und ganz so stark. Die Schnelligkeit eines Feuerschadens? Was heißt das denn? Okay. Aber das ist eher klein von der Waffe her, ja? Weil das Katana ist ja ordentlich lang, ja? Ist ja quasi ein anderthalb Händler. Ja, aber es halt halt, sag mal, wenn du läufst, wie wenn ich laufe? Ich habe viele Waffen. Ich laufe nur noch mit dem Ringrennen. Mit den 300%. Nein, das ist ganz genau gleich. Hier ist halt, wie bei den meisten Waffen, so ein Sieg, dann muss ich schnell. Zack. Pass auf. Ja. Mir ist Reichweite nämlich wichtig. Vor allem, weil ich ja jetzt eine Zeit lang mit der Hellebarde gekämpft habe. Die war ja auch recht groß, da musste ich mich erst dran gewöhnen, aber letztendlich ja. Konnte ich dann gar nicht mehr ohne sie. Naja, klar. Wenn die Bossgegner halt. Der eine Typ mit dem Titanic... Wie heißt die Waffe? Geh nochmal kurz ins Menü. Heißt die Titanit? Genau, doch, irgendwie so. Der war ja auch Miniboss da beim Schmied. Und ich denke mal oben bei dem Kathedrale auch. Sag mal, rein storytechnisch hattest du doch aber gesagt, muss ich zur Kathedrale, ja? Mhm. Das ist jetzt Sidequest, was wir machen. Ja. So. Ich habe gerade eh die Nase voll von den beiden Typen. Oh. Ich wollte gerade sagen, denk an die Fetten. Ja, ich kann mal einen anlocken. Oh, geht doch. Hättest du da noch 10 Mal drauf geschossen? Ja, der ich tot. Noch ich kann immer auf der sicheren Stelle suchen, wo ich bin. Das ist so viel Schild. Lass mich mal mit Schild treffen. Na, kämpf einfach. Wow, cool. Okay. So langsam er ist, so stark ist er. Ja, man sagt immer, je langsamer die Attacke, desto stärker, ja. Ah, die Kleen machen gar nichts, oder wie? Na doch, die rennen in dich rein und fallen und das ist eine Attacke. Achso. Woher kenne ich das denn? Komische Figuren. Also hier kannst du auf jeden Fall nach einer Attacke mal meinen Blutungseffekt machen. Okay, wenn du von hinten angreifst. Weil ein Doppelhieb ist mies. Natürlich der falsche. Einer von denen ist ja fast tot, ja. Gott,
Mammutmon, Mamimon. Boah, hat sich gedreht dabei. Ich habe mich schon gefreut, dass du einen Blutungsschaden machst gleich. Ich glaube, 4 oder 5 Mal muss man angreifen. Wenn die da hinten fallen. Aber manchmal bist du ein bisschen übervorsichtig, ja? Ja, das ist das Spiel. Okay, du spielst auf 2 höheren Schwierigkeiten ran. Oh, einmal mehr. Und ja, das ist ja so ein Sammeleffekt. Also letztendlich kannst du halt mehrere Hiebe hintereinander wegmachen. Aber dann kommt's nicht. Wenn du die 4 oder 5 Fies sind am Stück machst, kommt der bei mir immer. Oh, klebt. Goldharz, zweimal. Da kannst du ja deine Waffen, also das ist so ein Gegenstand, den kannst du halt mit deiner Waffe mit so einem Effekt versehen, den diesen Fall wird weg. Mhm. Ich halt die Falle ganz gut. Die sind hier, sag ich mal, aber nicht so krass. Der erste, der angreift. Hey, da liegt eine Kiste. Jetzt hat er eine Nase. Ich hätte einen Schwachpunkt tiefer gelegen, vermutet. Und dann kam die Hand Buddhas. Ja, aber Kackenfuhr-Hassel, genau. Jetzt hat man langsam Zeit für einen Trank. Sicher, sicher, wenn du sagst, du bist One-Hit. Ich bezweifle zwar One-Hit. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, ich halte gut aus. Was Resistenz. Mega down. Eins. Na, endlich die Kiste. Ist links von dir jetzt eigentlich noch was? Du bist ja vorhin noch gar nicht lang gegangen. Blaue Glut. Mhm. Und die gibt man alle demselben Schmied? Nee. Jeder Schmied hat manchmal verschiedene Gluten. Also ein Schmied hat wirklich 5, 6 Gluten manchmal. Also einer, der hat wirklich sehr viele. Der eine, den kennst du, den ersten, den richtigen. Welcher ist der erste richtige? Vor der Kathedrale bei den Eidechsen? Genau. Nein, du triffst ein Schmied, wenn du runtergehst, der Geisterstadt hat ja auch noch einen. Ich hab gerade die Orientierung verloren. Wo bist du? Ich geh jetzt, Hochzeitröffel. Uah, noch 5 Mal im Kreis und wir sind... Ach hier, genau. Lass sie doch, die Kleinen. Nee, die sind im Weg. Aber wieso kämpfst du jetzt gleich oder was? Die immer weg haben. Weil hier gibt es viele NPC-Gegner. Also ich nenne sie gerne so, weil das halt menschliche Gegner sind, die halt dann... Humanoide. Humanoide? Ja, Humanoide. Kannst du den Namen... Manche haben ja so einen NPC-Hintergrund auf der Seite. Was ist dein NPC-Hintergrund? Kannst du nicht von hier schon mit dem Bogen schießen? Natürlich. Macht es einen Unterschied, ob du den Kopf triffst? Ja, beim Humanoid schon. So, das ich dachte, er fällt. Hau einmal zu, bitte. Was ist am Spinnschild schlimm? Nee, der hat nur ein Spinnschild. Okay. Also, so weit brauchst du ja nun auch nicht. Ich brauch meinen Kampfring. Und das Schlimme ist, manchmal kommt ein zweiter noch mit, der gibt's nämlich noch ein. Humanoide, die so eine Geister sind. Mhm. Und dann gibt es halt alle möglichen Klassen, ne? Typen mit 2 Hand. Ich würde sie Söldner nennen. Bats! Ins Schild. Warum hast du gerade schade gesagt, weil du das Spinnenschild haben wolltest? Ja, manchmal in der Lage. Das finde ich sowieso cool, dass die Gegner genau das droppen, was auch mit sich rumführen. Nicht immer. Ja, aber in der Regel.
kurz hier sind und ein paar Leichen schimmeln. Da vorne ist gleich einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Ja, das, den sieht man noch gut. In diesem Fall kommt immer noch einer mit. Kämpf doch da. Das ist ein Typ, der heilt sich, den muss ich unterbrechen. Den kann ich nicht im Kampf zwischen dem Brücke und mir so lassen. So weit rennt er doch nicht mit, oder doch? Ja. Kleriker, ne? Ja, okay. Boah, das war aber waghalsig von dir. Ja, ich würde ihn nicht machen, den hat er ganz schnell abgehalten. Ja, wie der komische Ritter. Ach, tatsächlich. Boah. Mach du doch. Wenn er halt auf mehrere MCs aufeinander gleichzeitig geht, ist das schon wieder. Ja klar. Heilt ihr auch andere? Heilt ihr auch andere? Nee, das sind meiner selbst, die es fühlen. Kannst auch selber erlernen. Aber der hat mehr Punkte gegeben und ist einfacher zu besiegen, ja. Mit Direkt schon, ja. Aber eigentlich sind wir mal mit jemandem unterwegs, aber ich habe ihn ja vorher weggekascht mit dem Bogen. Ja, ich mag meinen Fernseher. Da rechts war einer, oder? Auf der Klippe? Das andere rechts. Oh, 5 Schaden. Ja, das ist ja den Und die Katze hat sich ja einen schönen Platz rausgesucht. Ich kann mir die PvP-Kämpfe vorstellen. Wie bei WoW, da hat man ja auch mehr Schaden gekriegt, wenn man ihn hinten angreift. Weil sie, glaube ich, automatisch kritisch waren bei WoW. Weil man von hinten nicht parieren kann. Ah, nee, ist ein Baum. Und, aber wenn zwei Spieler ständig übereinander springen, weil da konnte man ja noch springen, nur um sich am Rücken zu treffen, das ist so verwirrend. Sagt eigentlich die Uhr. 21 Uhr. Ist doch egal, lauf doch einfach. Nein, wir sind zwei auf einmal. Scheiße, jetzt will ich nur den Bogen haben. Das ist wie gesagt ein Item, was man abschreibt, weil man gerade gut ist. Ich glaube, da beim Leuchten war was. Ja, da sind drei Bolzen. Nee, ich meinte eigentlich was anderes, aber. Das ist schemenhaft, ja? Ist das jetzt ein Geist oder was soll das heißen? Das ist ein Geist. Siehst du, wenn er mich zu oft trifft. Ich glaube, so angeschlagen wie der gerade war, hättest du ruhig ein paar Mal mehr hauen können. Ich meine, weil er so konfus war. Alle Charakterklassen ja, durch. Alle Bogenschützen hängen erst zu 100% Mut irgendwo. Unseren Bogen oder was? Den Bogen. Ja. Den du willst. Den ich habe. Ich wäre hier niemals so langsam rein. Ich wäre vielleicht am Rand lang und hätte geguckt, aber wenn ich nicht sehe, wäre ich reingerusht. Da steht was, oder? Ja. Vorne bei dem Leuchten. Gehen wir auch so mal ran? Ja, da, oder? Doch nicht?
Er ist schon ins Klo gefallen. Na, was heißt zusätzlich, wenn nichts anderes da ist? Machst du es aber auch spannend. Ah, ich hab den wilden Timmy. Den wilden Timmy. Warum du gerade den Bogen gespannt hast, wenn du nicht mal angreifst? Echt? Wo? Das meinst du mit Bäumen? Ich habe jetzt an richtige Bäume gedacht. Was steht denn hier auf den Dingern? Oha. Ja, die Bogenschützen bei dem anderen, Und zum Glück ist das schwer. Aber der kommt nicht weit mitnehmen. Nee, das ist nur einer, der zwischen die zwei. Aber der Bogenschützen ist rein. Na, ich dachte auch schon, dass du stirbst. Schönes Paladin-Schwert, Schild hat er. Ja, das Schemenhafte ist mies, weil du kannst die Gegneraktion gar nicht so richtig interpretieren, weil du es gar nicht richtig siehst. Dann machen wir hier für die Katze eine kleine Show. Oh, stimmt. Ich habe nicht mal gesehen, den Bogenschützen. Ja. Als was? Wie kommst du auf ihren Namen? Ach so. Kannst du jetzt nicht einfach auch den Bogenschützen zulaufen? Die leuchtende Blume wird als Lagerfeuer geoutet. Eine Lichtung. Das Wichtigste im Spiel, wenn man nicht weiter weiß und man